Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und ja, wir waren beim letzten Mal, haben uns den Keller weiter angeguckt. Und haben hier alles quasi erforscht. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch diese letzte verschlossene Tür übrig, wo wir gerade vorstehen. Und dann würde ich mal sagen, jo, machen wir das doch einfach mal. Wir schmeißen den Kreuzschlüssel weg. Und machen dann somit das Revier fertig. So viel ist es jetzt tatsächlich nicht mehr. Und was ist das für ein Raum hier? Ach, die Geschichte. Das Bild eines Mannes auf einem Wagen. Erleuchtet Dame, König, Bube. Und der Wagen drückt auf die Tube. Wir brauchen das Feuerzeug. Verdammt, Freunde. Wir brauchen das Feuerzeug hier, weil hier vorne ist doch dieses Rätsel. Genau hier. Oh, was ist das denn hier? Ein Heilspray. Das habe ich mit Leon aber nicht gefunden. Wirklich verwüstet. Ah, nee, völlig verwüstet. Genau, hier müssen wir ja... Sie können hier ein Feuer anzünden. Genau. Die Zahl ist hier... 11 hier ist hier eingeritzt. 12 und 13. Genau. Gut. Ist der Speicherraum wenigstens hier in der Nähe? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, wir müssen noch einmal komplett raus hier. Oh Mann. Wegen dem blöden Feuerzeug. Aber gut. Ist halt so. Dann müssen wir halt nochmal in den Speicherraum zurück. Oder in den Kistenraum. Ich atme mal wieder ein bisschen tief ein und aus, damit ich mich nicht ganz so doll erschrecke, weil irgendwie... Ich habe es irgendwie im Kopf, dass hier irgendwas kommt. Ich weiß nicht. Jetzt nochmal zu dem Speicherraum dackeln, ey. Das ist echt... Oh Mann. Ja gut, aber ist halt so. Da müssen wir tatsächlich... Ja, was soll ich sagen? Tatsächlich einmal durch das ganze Polizeirevier gehen, aber ich finde es cool. Ich finde das echt cool. So, weil hier sind wir schon bei der Kiste. Na, hier sind wir schon. Gut. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei Resident Evil 2. Wie wir jetzt hier weiterhin das Polizeirevier unsicher machen. So, die beiden Steine, die brauchen wir nämlich auch. Weil... Ja, wobei, da müsste ich... Der Film ist auch noch da, ne? Da müssten wir... Wartet mal, bin ich in der Nähe von dem Speicherraum da hinten? Eigentlich nicht. Oder doch? Bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, wartet mal. Feuerzeug hinten machen? Nee, aber dann ist mein Inventar voll für das Item, was da kommt. Packt mal den Film raus. Den Film machen wir danach, Freunde. Deswegen lege ich den auch hier oben hin. Wie sieht es im Inventar aus? Die Steine, ne? Da haben wir auch noch keine Möglichkeit gefunden, die irgendwo einzusetzen. So. Gut, Freunde. Nein, jetzt hör auf. Oder soll ich doch lieber zuerst das, die Geschichte mit den beiden. Ja, wobei das auch auf der anderen Seite. Mit den beiden Edelsteinen. Bei dem Hubschrauber. Bin mir unsicher, wenn wir jetzt in die Bibliothek. Wisst ihr was? Ich schlapp nochmal durchs Polizeirevier. Aber lieber von oben, nicht von unten. Weil da unten sind bestimmt wieder tausende Zombie-Viecher oder. Oder hier durch, genau, hier durch. Den Weg können wir doch auch nutzen. Ich bin doch voll Idiot, echt. Den Weg hier können wir doch auch nutzen. Ach, wieder diese Mucke hier, ey. Oh Mann, übertreibt nicht. Ist nur ein Büro.
Aber übertreiben die mit der Mucke voll. Gut, dann hier durch diesen Kopierraum. Genau. Und dann links und dann sind wir auch schon wieder bei dem Speicherraum, wo wir den Film entwickeln können. Genau hier. Ach! Ach, guckt mal an. Hier sind sogar normale Zombies nochmal. Ja, dann komm her. Hä? Wie? Zwei Schuss. Okay. Hier war auch nur noch der eine. Ah, eine Zombie-Frau. Schaut euch die an. Komm. Und zack. Und tschüss. Weg mit dir. Weg mit dir, Fräulein. So. Sieht ganz schön leicht bekleidet aus als Zombie. Aber nein, kein Kopfkino, bitte. Alles klar, das heißt, wir können dann den Film entwickeln. Wo ist der Film? Der Film ist oben. Da ist der Film. So. Aber wir haben einiges zu tun noch im Revier, merke ich gerade. Also das ist schon cool, muss ich sagen. So, welcher Film ist denn das? So. Ah, oh. Film C, der ist neu. Der ist neu von Claire. Ach du Scheiße. Entwicklungscode T-103. Aufgrund des beschleunigten Metabolismus vergleichbar mit der zur Serie 00. Verfügt dieses Subjekt über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten. PHX016 Datensatz. Ja, Freunde, das ist Mr. X. T-103. Oder ist das Mr. X? Oder ist das William Birkin? Das könnte Mr. X sein. Gut, Freunde, Film C. Ja, nett. Danke, Umbrella. Danke für die Albträume. Oh Mann, okay. Das war also Film C. Den hatten wir bei Leon, glaube ich, nicht. Den Film C. Nee, tatsächlich nicht. Gut. Dann stapfen wir nochmal da hoch nach da oben. Ah, dann haben wir aber auch eine schöne Runde wieder hier. Ach, wieder mit dieser geilen Mucke. Noch ein letztes Mal erleben hier. Ach, ist das geil. So. Kann man die eigentlich nochmal verschieben? Nee. Warum sollte ich das tun? Ich meine, keine Spielzeit dafür aufwenden hier. So, wieder am Stars-Büro vorbei. Da gibt es ja auch nichts Neues. Oh, wenn es über das Glas läuft. Wie das Geräusch sich ändert. Oh Mann. Da müssen wir eigentlich nur in die Bücherei. Wo war sie denn? War das das hier? Ich glaube, das war das hier. Ja, das war hier, genau. Okay. Da sind wir ja schon goldrichtig, Freunde. Genau. Hier ist die Bücherei und hier ist die Haupthalle. Dann gehen wir mal in die Haupthalle. So. Und dann holen wir uns jetzt mal eben... Was? Habt ihr das gesehen da hinten? Da krabbelt ein Licker rum. Ja, komm, du Drecksvieh. Komm. Komm. Okay. Der Licker ist down, Freunde. Da tüpfelt hier auf einmal ein Licker rum. Ich glaub's nicht. Aber wieso sind die denn nach einem Schuss kaputt? Ist das nicht ein bisschen zu leicht? Ich war jetzt mal ehrlich. Ja gut, ich meine, wenn wir so lange die Munition sparen, hier wäre auch nochmal eine Kiste gewesen, ne? Na gut. Wenn wir so lange die Munition sparen, das gefällt mir gar nicht irgendwie. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Hier oben. Hier war die Geschichte mit den beiden Edelsteinen. Dann setzen wir die doch mal ein und gucken mal, was das da gibt.
Was ist das denn jetzt hier? Warum weht hier Wind rein? Ach, guck mal. Als wir letztes Mal hier waren mit dem Blicker, jetzt weht hier Wind rein. Ach, das ist natürlich geil. Das ist schon cool, ja. So, das steckt. Feuerzeug habe ich dabei. So, Frauenrelief, genau. So, Faust groß. Roter Edelstein. Und Cutscene. Was kommt denn da? Oh, was ist das denn? Oh. Blauer Stein. Ach, guck mal. Die Hälfte von einem Stein. Guck mal. In das Steinstück ist die Hälfte eines Tieres eingeritzt. Ja. Das ist quasi das Item, was wir hier... Oh Gott. Ich bin erschrocken. Was wir hier brauchen. Für den dritten Stein. Da brauchen wir jetzt noch die andere Hälfte von dem blauen Stein. Und dass es jetzt hier gar keine Musik gibt, gefällt mir auch irgendwie nicht. Gut, das heißt, wir können wieder hier raus. Okay, nichts passiert. Ich bereite mich immer darauf vor, irgendwie. Dass irgendwas kommt. Aber scheinbar... Scheinbar passiert hier im Revier gar nichts. Das ist ein bisschen strange, finde ich. Aber gut, Freunde, ja, hier seht ihr es, ne? Die beiden Steine. Jetzt haben wir den blauen halben Stein. Das heißt, wir brauchen jetzt noch den anderen, die andere Hälfte von dem Stein. Und die versteckt sich wahrscheinlich da oben, wo das Zahnrad ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Warte mal, kann ich hier nicht... Können wir hier nicht... raus? Doch, wir können hier raus. Ich wusste es doch. Hier hinten durch. Genau, hier können wir doch dann raus. Oh Mann, nicht dieser Bereich. Oh Gott. Ich höre mal nichts. Okay, hier passiert auch nichts. Ihr merkt's, ne? Ich habe immer mehr Respekt hier vor. Okay. Weil es ist komisch, dass ich Mr. X gar nicht hat blicken lassen. Was ist denn damit? Was ist denn mit dem? Hat der irgendwie Schiss oder so? Ist der schüchtern wegen Claire? Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Genau. Das heißt, wir müssen einfach nur hier in die Herztür. Genau. Ach, oder war das hier? Nee, Quatsch. Stopp, 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 stopp. Das war nicht hier. Ja, geh wieder zurück. Das war gar nicht hier. das war auf der anderen Seite. Mit dem Kreuzraum. Und, das wundert mich echt. Dass wir hier gar nicht Mr. X gesehen haben. Interessant. Ja, okay. Dann ist es halt so. Ich meine, ich beschwere mich nicht, absolut nicht. Ist gut, dass wir ihn nicht sehen. Ich meine, so können wir Bunny sparen, aber... Und vor allem Alter sparen, mein Alter. Aber... Naja, okay. Auch nix. Ah, wahrscheinlich wären wir... Ja, nee. Okay. Wahrscheinlich, wenn wir dieses Item nehmen oder so. Keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann... Dame, König, Bube. Feuerzeug. So. Dame 12. König 13. Bube 11. So. Dann drück mal auf die Tube. Kollege. Genau, es ist rausgefallen. Ah. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Seit wann kommt denn der durch die Wand?
So, dann schieß da drauf. Oh Gott. Warum komme ich denn hier nicht raus? Triffst du? Du triffst. Okay, dann versuche ich das jetzt mal. Gegen den zu kämpfen einfach. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Wir haben ihn umgehauen, Freunde. Oh Gott, Mr. X. Haut er sich einfach durch die Wand. Toller Typ, ne? Toller Typ. Ja, und was? Ah, guck mal. 30 Schuss Muni. Ah, tatsächlich. Oh Gott, aber das habe ich jetzt gerade... Da habe ich jetzt gerade null mit gerechnet, dass er durch die Wand kommt. Puh, okay. Gut, das haben wir überstanden. Das Rad fehlt. Ja, es ist hier, das Rad, Claire. Boah, okay. Ich wusste es, dass diese Szene kommt. Aber nicht, dass der durch... Aber nicht, dass der da durch die Wand kommt. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das heißt, der... Kommt jetzt hier nochmal? Ne, er hat hier schon durchgehauen. Guck dich das Loch an, ey. Was für ein übler Typ. Oh, da ist er nochmal. Was will denn der jetzt nochmal? Oh Gott. Schieß da drauf. Claire. Um Himmels Willen. Aua. Alter. Schieß ihn doch kaputt, Mann. Oh Gott. Warum kommt er zweimal? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Gottes Willen, ey. Er legt sich wieder hin. Was kriegen wir jetzt? Armbrustbolzen. Oh, Himmels Willen. Zweimal Mr. X jetzt in einer kurzen Reihenfolge. Ja, habe ich nicht gesagt. Ich wundere mich, dass er gar nichts macht. Er hat jetzt zweimal die Wand eingehauen. Hier die Wand. Und hier vorne die Wand. Was auch, Alter. Alter Falter. Okay, das heißt... Bleiben wir ruhig. Gehen wir nach da oben. Boah, ey. Das habe ich wieder ein Jahr älter gemacht, glaube ich. Aber gut. Alles klar. Wir können hier in die Haupthalle. Mr. X, ey. Der Kollege ist echt heftig, Freunde. Er hat mich auch in den gelben Zustand geschlagen. Der schlägt einfach so eine Frau, ja. Toller Gentleman ist das wirklich. Aber gut, es ist halt so. Der Typ hat halt keine Manieren. Ich weiß nicht, was er für eine Kinderstube hat, dass er einfach eine Frau schlägt. Ja gut, okay. Heilen wir uns einfach hoch. Feuerzeug brauche ich nicht mehr. Ja, heilen wir uns hoch. Benutzen. Gut, okay. Alles klar. Gut, dann können wir nach da oben gehen. Stopp! Stopp, 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 stopp. Nicht, dass ich den Fehler mache wie letztes Mal. Wir müssen die Kurbel mitnehmen. Verdammt. Okay. Okay, so hier. Genau, mal ein bisschen Tänzchen machen hier. Die Kurbel. Da ist die Kurbel. Dann können wir das mal ein bisschen ordnen. Nur 14 Farbbinder, ne? Also irgendwie kriegen wir auch keine Farbbinder mehr zum Speichern. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Memory Card speichern hätten, dann hätten wir ein Problem langsam. Aber gut, zum Glück nutze ich ja den Emulator zum Speichern. So. Okay, kommt jetzt hier nochmal Mr. X oder was? Nee, ich hab den ja da unten platt gemacht. Oder? Ja, ich hab ihn ja da. Und wir sind in der Haupthalle. Also, Haupthalle ist eigentlich fast immer safe. Fast immer. Wie gesagt, ich sag nur der Licker. Gut, dann
müssen wir hier auf die Treppe. Genau. Die Treppe hoch und dann gleich in die Tür rein. So. Diese mysteriöse Bibliothek. Alles klar. Dritter Stock. Brauchen wir die Kurbel. Genau. So. Wir haben zweimal Mr. X umgehauen, haben dafür Armbrustbolzen und 30 Muni gekriegt. Ja, ist am Ende, denke ich mal, gleichwertig mit den Schuss, die wir da verballert haben. Aber immerhin sind wir ihn los. Glaube ich, so hoffe ich zumindest. So. Dann müssen wir ja eigentlich, genau, wir müssen jetzt hier oben das Zahnrad einsetzen, ne? Genau. Das gleiche wie bei Leon. Die Kurbel ist weg. Genau hier. Sieht aus wie ein Schalter. Mal den benutzen. Ja, mach mal, aber das bringt ja nichts, ne? Genau, guck mal. Das bringt ja noch nichts. So, dann setzt das bitte ein. Das goldene Zahnrad. Und sieht aus wie ein Schalter. Benutze ihn. So, und somit läuft diese ganze Apparatur. Und was haben wir da jetzt? Oh! Guckt mal! Die zweite Hälfte von dem blauen Stein. Ach, wie geil. Hier können wir aber nicht runterrutschen. Hier gibt es keine Abkürzung. Okay, verstehe. Ach, krass, Freunde. Das läuft, ne? Ja, genau. Das Getriebe für die Uhr. Die Räder sind so. Gut, das heißt, wir haben jetzt alle vier Schlüssel-Items im Prinzip. Um die dann im Raum des Polizeichefs einzusetzen. Nichts Besonderes. Genau, das heißt, wir können jetzt gleich nämlich den dritten Stein zusammenbauen. Nämlich den blauen Stein. Warum ist hier keine Musik? Warum ist hier keine Musik? Das gefällt... Ah, das war klar. Boah. Da ist er wieder. Mr. X. Um Gottes Willen. Was willst du denn von mir, Kollege? Jetzt hör doch mal auf. Hör doch mal auf, eine Frau zu verfolgen. Schieß weiter drauf hier. Okay, und er wankt. Und er fällt wieder hin. Boah, ist der hartnäckig. Ist der hartnäckig. Was haben wir jetzt? Granaten. Sehr schön. Granaten. Boah, ist der hartnäckig. Bei Gott. Ja, kein Wunder, dass da keine Musik war. Verdammt nochmal, ey. Och. Ist das ein heftiger Zeitgenosse, dieser Typ, ey. Chemie. Gut, aber bis jetzt sind wir ja relativ glimpflich davon gekommen, was mit Mr. X angeht. Außer, dass wir sehr viel Muni verballern, aber wir kriegen ja was zurück, von daher. Liegt er jetzt da oben? Nee, ist natürlich wieder weg. Oh Mann, Freund. Echt krass. Okay, das heißt, wir können dann beim nächsten Mal die Steine einsetzen, beziehungsweise das können wir ja jetzt noch machen, schnell. Die Steine einsetzen. Genau, aber erstmal die Steine nehmen. So, dann haben wir Granatenmuni. So, dann haben wir Granatenmuni. Jede Menge. So, schaut mal, wir haben 12 normale Granaten. Wir haben Hitzegranaten, so als Kerosingranaten. Wir haben die Armbrust. Wartet mal, können wir die vielleicht alle da rein tun? Ne, da passen natürlich nur 18 Stück rein. Gut, dann, Freunde, würde ich sagen, bauen wir uns mal die Steine zusammen. Dieser blöde Ventilgriff. So. So, dann haben wir jetzt alle Steine, alle drei Steine für das Büro des Polizeichefs.
In das Steinstück ist die Hälfte eines Tieres eingraviert. Verbinden hier. Der Jaguarstein. Ein 15 cm großer Stein mit einem eingeritzten Jaguar. Gut. Freunde, das... Oh, wir haben nur noch 4 Schuss von der Säure, Muni. Das ist gerade übel. Wartet mal. Dafür haben wir ja dann die normalen Granaten, ne? Verbinde. Weil ich weiß nicht, was jetzt noch auf uns wartet hier im Revier. Mr. X ist schon ein übler Zeitgenosse, ja. Also, die Prozentwaffe. Ich weiß nicht, ob ich mir die aufsparen muss oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal Mr. X. Wir haben den jetzt 3-mal gesehen in dieser Folge. Nee, okay. Gut. Hier. Polizeichefbüro. Alles klar, Freunde. Gut, da wir wieder mal am Folgenende angekommen sind. Oh! Claire. Sherry! Hi! Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Oh, Sherry läuft uns hinterher. Oder was? Oder bleibt sie da stehen? Ach krass, die gab es ja auch noch. Stimmt, Sherry. Ja, klar, ganz vergessen. Gut, Freunde. Allerdings. Gut, dass wir die gefunden haben jetzt. Dass wir wissen, dass sie sicher ist. Oh, diese Mucke im Hintergrund. Gut, Freunde. Wie wir jetzt hier die 3 Steine da hinten reinpacken und gucken, was hier hinter passiert. Ich denke mal, dass das eine Tür ist. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.